Wir schauen mal, was im Gasthaus noch geht. Und dann würde ich sagen, malen wir mal das Wandbild. Falls es hier was gibt, was abgeht. Hallo Magdalene, wie geht es eurem Vater? Nach wie vor ist schlecht und es wird schlimmer. Ist er anständig? Ihr müsst dafür sorgen, dass er anständig ist. Ich weiß, das ist zu dieser Jahreszeit schwierig, aber er braucht das Beste, was ihr auf Lager habt, wenn er gesund werden soll. Ich werde Nico später mit einigen unserer guten Äpfel vorbeischicken. Ich bin sicher, Klaus, wirst du den Besuch zu schätzen. Ich bin euch beiden sehr dankbar. Nun, das beruht auf Gegenseitigkeit. Euer Vater hat in den letzten Jahren viel für mich und Nico getan. Er beriet uns sogar bei unseren, ach, nicht so wichtig, Eheproblemen. Ich brauche jedes gute Wort über meinen Vater, das ich bekommen kann, Hannah. Bitte sprecht. Ihr habt natürlich recht. Nico und ich hatten in der Vergangenheit einige Probleme. Wir haben unsere Ehe vernachlässigt, ließen in unserem Herzen Verbitterung aufkommen. Und ihre Wolte, der Druck hat es noch schlimmer gemacht. Wir hatten beide große Angst, das Gasthaus zu verlieren. Ich weiß nicht warum, aber Nico hat euren Vater um Rat ersucht. Ich nehme an, er brauchte jemanden, mit dem er reden konnte. Davon wusste ich nichts, aber Papa kann diskret sein. Ach, Männer verstecken sich immer, wenn sich das Gespräch um Herzensangelegenheiten dreht. Aber ihr Vater ist ein gebildeter Mann. Aus Büchern ja, aber auch in Familienangelegenheiten. Ihr seid der Beweis dafür. Eine respektable junge Frau, die er ganz allein großgezogen hat. Es tut mir leid, ich hätte eure Mutter nicht erwähnen sollen. Ich weiß, dass Klaus immer noch darunter leidet. Ich wünschte, ich hätte sie kennenlernen können. Ich habe von ihr nur, was andere mir erzählt haben. Sie lebt in euch. Ich sehe es in eurer Statur, in eurem Kopf. Sie ist immer noch hier bei uns. Ihr seid zu einer bemerkenswerten Frau herangewachsen, Magdalena. Ich hoffe, ihr führt irgendwann eine glückliche Ehe mit einem Mann, der der Frau würdig ist, die euer Vater großgezogen hat. Wir werden sehen. Es geschieht alles, wie Gott es will. So, nun habe ich genug geredet. Es gibt viel zu tun. Das Gasthaus läuft nicht von selbst. Bis später, Magdalena. Bis dann. Ach ja, also haben die wieder zueinander gefunden. Das ist ja interessant. Ich glaube, da oben ist der Alkoholdoktor. Wann ist der denn ein Alki geworden? Magdalene, beantworte mir eine Frage. Geht es euch gut? Bevormundet mich nicht, Mädchen. Warum werde ich mit meinem Leben in Tassing, verflucht? Was hat dieser erbärmliche kleine Weiler einem Mann wie mir zu bieten? Sagt es mir, Magdalene. Ich weiß nicht, was denkt ihr denn, was ihr verdient? Ich war für Königshöfe bestimmt. Nicht für eine Stadt voller Bauern, die sich schlimmer vermehren als die Kaninchen auf der Wiese. Eine Stadt, in der Handwerker, gelehrte Männer wie ich, Balthas, sogar euer Vater, ihren Verstand verschwenden. Und in einigen Jahrzehnten werden wir tot sein und Tassing wird uns alle vergessen. Gott ist das egal. Ich war ihm immer egal. Er hat uns verlassen, als die Abtei zerstört wurde. Falls er überhaupt existiert. Ihr habt so viel getrunken, Doktor. Ihr wisst nicht, was ihr sagt. Ich war noch nie so klar im Kopf. Ihr klingt wie Balthas. Er färbt auf euch ab. Macht euch vernünftig. Ich weiß nicht, was das mit diesem Wandbild soll. Es übersteigt eure Fähigkeiten. Ihr solltet zu Hause sein und euch um euren Vater kümmern. Glückkräuter für alle provinziellen Heilmittel, die ihr noch verabreicht. Tut etwas, das ihr könnt. Rude. Ich tue, was richtig für die Stadt ist. Was ist ihr überhaupt darüber, was das Richtige ist? Aber du oder was? Ihr seid fast noch ein Kind. Ihr wisst nicht, was diese Stadt durchgemacht hat und was diese Stadt braucht. Sie braucht Menschen, die sich für ihre Geschichten einsetzen. Sogar Gott hat Tassing vergessen. Hier gibt es nichts, wofür man sich einsetzen könnte. Mit eurer Einstellung werdet ihr niemals einen Ehemann finden, Mädchen. Zum Schweigen gebracht, sobald jemand aufbegehrt. Überraschung, Überraschung. Wenn ihr unbedingt ein Arschloch sein wollt, werde ich gehen. Auf mich wartet ein Wandbild.
Macht, was ihr wollt, Magdalena. Aber ruiniert bloß nicht das Wandbild. Nicht, dass es wichtig wäre. Holy shit. Oh mein Gott, ist er ein Hund? Wobei, damit beleidige ich die Hunde dieser Welt. Gibt's hier eigentlich noch irgendwas Spannendes? Das Labyrinth. Ich glaube nicht. Ja, wir haben auf jeden Fall wieder einige Entscheidungen getroffen. Wir haben jetzt auch, glaube ich, mit so gut wie jedem gesprochen. Ey, wir sind echt gut rumgekommen. Ich glaube, jetzt waren wir an jedem Ort. Wird Zeit fürs Rathaus. Ach, das ist Karl. Ja, was stellen wir da? Ist die Frage. Hey, Max, wie kommt ihr mit dem Wandbild voran? Was? Oh, richtig, Magdalena. Tut mir leid. Also, Magdalena, wie kommt ihr mit dem Wandbild voran? Im Moment sieht es noch nach nichts aus. Nun, natürlich sieht es jetzt nach nichts aus. Ich habe die Grundierung der Wand fertiggestellt. Jetzt entscheide ich, was ich darstellen will. Es ist schwer, die Geschichte von Tassing zusammenzusetzen, da sie so lange zurückliegt. Da die Bibliothek der Abtei abgebrannt ist, bleibt mir nur die Geschichte der Menschen rund um Tassing. Selbst was ich über die Römer und Heiden herausfinden konnte, war unklar. Ich musste in die alte Salzmine, um irgendwas zu finden. Zumindest weiß ich jetzt, was ich auf den ersten Teil des Wandbilds malen werde. Und, was ist es? Ja. Ach stimmt, ich habe mir die Töpfersachen nicht mehr angeguckt. Wir haben das hier mit Mars, mit der Nymphe, mit Tassia. Ich meine, das passt ganz gut, weil wegen Tassia, ne? Danke, Peter, ist ja ein Legendestammes. Also das erste und das dritte werde ich nicht nehmen. Ich schwanke zwischen dem zweiten und dem vierten. Also dieser Legende mit Tassia. Oder das Bild mit dem Menschenopfer. Aber das finde ich nicht gut. Ich meine, dann war halt der ganze Weg in der Mine umsonst. Aber ich finde es nicht gut, da Menschenopfer und so jetzt zu zeigen. Den, glaube ich, nehme ich das hier. Klingt sehr interessant, aber ist das christlich? Ich bin ein wenig besorgt, dass Vater Thomas es falsch aufnehmen könnte. Was hat euch überhaupt bewogen, diese Geschichte zu wählen? Mir gefällt, dass es um die Gründung von Tassin geht. Jeder kennt die Quelle im Wald. Das stimmt wohl. Wir alle wissen, dass sie alt ist und schon immer da war. Dennoch denke ich, Vater Thomas könnte wegen Mars und der Dame verstimmt sein. Danke für die Erklärung. Gerne. Ihr sollt alle verstehen, warum ich diese Entscheidung treffe. Nun, da dieser Teil des Wandgemäldes feststeht, sollte ich über den nächsten Abschnitt nachdenken. Dann überlasse ich euch eure Arbeit, Max. Magdalena. Gute Nacht, Ötz. Gute Nacht, Magdalena. Ja, schwierig. Ich fand jetzt die ganzen Optionen nicht so geil, muss ich jetzt tatsächlich sagen. Ich dachte, da kommt Besseres. Da ich nun entschieden habe, wie ich die früheste Geschichte von Tassig darstelle will, sollte ich über die Geschichte von Kirsau nachdenken. In dem Brief von Mutter Illuminata steht, dass ich Mathieu Forsigny so früher, dass er früher ein Bruder in Kirsau war. Ah, okay, wir können ihm immer noch schreiben. Sie hat gesagt, er weiß viel über die Geschichte der Abtei. Ich sollte ihm schreiben und fragen, woran er sich erinnert. Oh, und ich muss auch Esthers Brief beantworten. Ich soll den beiden sofort schreiben, noch vor dem Schlafen gehen. Oh, bevor ich schreibe, sollte ich das alte Buch lesen, das Brigitta mir gegeben hat. Oh ja. Ja, toll, das hätte ich mir vorher machen sollen. Ja, das ist jetzt natürlich unpraktisch. Aber ich weiß auch nicht, wo ich das lesen sollte. Richtig, das alte Buch. Es gehörte dem Baron, bevor Martin es stahl. Aber ging es da über Kirsau oder ging's um Tassing? Ich verstehe kaum etwas. Das Latein ist viel schwieriger, als ich es gewohnt bin. Das Buch ist zudem nicht im besten Zustand, nach so langer Zeit in einem Bauernhaus. Mal sehen. Oh, hier ist ein Abschnitt über die verschiedenen Widmungen, die in der Stadt errichtet wurden. Das könnte einfacher zu lesen sein. Da
Das scheint eine Widmung für Mars zu sein, um ein Feld zu segnen. Hier geht es um Diana, die sich nass macht. Ein Bad in einer Quelle vielleicht? Ach, guck mal, dann stimmt das hier sogar. Oh, der ist nicht zu schwer. Lass uns beten, damit der eigentlich sie, die Stadt, verteidigt. Hm, nichts davon ergibt wirklich Sinn. Vielleicht könnte mir jemand mit besseren Lateinkenntnissen helfen, das Buch zu lesen. Aber es ist sehr groß. Das wäre eine Menge Arbeit. Meine Schwester Gertrude oder Balthas um Hilfe bitten. Und Werner. Niemand im Ort kann besser Latein als er. Den habe ich auch zuerst gedacht, tatsächlich. Aber nachdem er so ein Arschloch war. Vielleicht sogar Vater Thomas, aber Papa hat mich davor gewarnt, ihn mit weltlichen Büchern zu belästigen. Ja, das auf keinen Fall. Die Chancen sind gering, dass sie helfen können, aber eine Nachfrage könnte sich dennoch lohnen. Ich sollte zuerst meine Briefe beenden. Mutter Illuminata hat mir erzählt, dass Mathieu etwas über die frühe Geschichte der Abtei wusste. Er ist jetzt erster Diakon von Sitten. Ich sollte ihm schreiben, bevor der Schnee kommt. Ich werde auch Esther schreiben. Okay. Meistverehrter Mathieu Fossinisso, Erzdiakon von Sitten. Mein Name ist Magdalena Druckerin. Ich bin die Tochter von Klaus, dem Stadtdrucker von Tassing. Mein Vater und ich schaffen ein Wandbild für das Rathaus von Tassing. Wir wollen die Geschichte der Stadt und der Abtei zeigen. Ich habe gehört, dass ihr der Sakristan in Kirsau wart und viel über die frühe Geschichte der Abtei wisst. Ich weiß, dass ihr ein vielbeschäftigter Mann seid, aber wir würden uns sehr über jede Information freuen, die ihr uns geben könnt. Solltet ihr andere Orte kennen, an denen wir etwas über die Geschichte der Abtei erfahren können, wissen wir das zu schätzen. Ich weiß, dass es nur ein kleiner Trost ist, aber viele in Tassing bereuen die Vorfälle während der Revolte. Schwester Gertrude ist immer noch hier, bei den Clarissen, und sie spricht liebevoll von der alten Abtei. Danke für eure Hilfe, Magdalena. Esther, bitte verzeih, dass ich nicht früher geschrieben habe. Jesus, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Die ganze Welt um mich herum scheint einzustürzen. Als mein letzter Brief auf dem Weg zu dir war, wurde Papa mitten in der Nacht in der Werkstatt angegriffen. Er hat überlebt, Gott sei Dank, aber seine Verletzungen sind furchtbar. Ich mache mir Sorgen um ihn. Ihm ist immer schwindelig, sodass er nicht aus dem Bett aufstehen kann. An manchen Tagen ist sein Blick trüb und sein Gedächtnis lässt ihn in den Stich. Dr. Stolz hat gesagt, dass er nicht mehr gesund wird, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis er der Verletzung erliegt. Natürlich ist unser guter Doktor unfähig und ein stadtbekannter Säufer, also nicht wirklich eine Hilfe. Ich kann nur beten, dass Papa es zwischen Ausruhen und meiner Pflege zumindest angenehm hat. Ich habe keine Ahnung, wer meinen Vater angreifen wollte oder warum. Ich habe bei ihm auch eine Nachricht gefunden. Darauf stand nur, hört auf. Die stammte nicht aus der Werkstatt, denn eine derart aufwendige Handschrift habe ich noch nie gesehen. Meines Wissens nach hat niemand in Tassing solche Fähigkeiten im Schreiben. Und außerdem habe ich gar keine Zeit, mich damit zu beschäftigen. Ich hatte alle Hände voll zu tun, die Werkstatt allein zu betreiben und mich um Papa zu kümmern. Darüber hinaus wollte der Stadtrat das Wandbild vollständig absagen. Es war höllisch schwer, sie davon zu überzeugen, stattdessen mich malen zu lassen. Sie haben großes Aufhebens darum gemacht, dass ich zu jung, zu unerfahren und zu schwach sei, um auf dem Gerüst zu stehen. Du kennst das ja. Ich hätte wohl nichts Besseres von ihnen erwarten sollen. Die Arbeit an dem Wandbild ist eine willkommene Ablenkung von den Schwarzsehern und meiner Hausarbeit. Und von der Sorge um Papa. Ötz besucht mich auch unter dem Vorwand, mir bei meinen Vorbereitungen der Farben zu helfen. Das ist süß und ich freue mich über die Gesellschaft. Er macht die Tage einfacher. Ich würde das Wandbild gerne bis Weihnachten komplett fertig haben, falls möglich. Es geht mir dabei nur darum, dass Papa es noch sehen kann. Das würde ihm viel bedeuten. Wenn Dr. Stolz recht hat, weiß ich nicht, wie viel Zeit mir noch bleibt. Ich hoffe, es geht euch besser als uns hier. Alles Liebe, Magda. Ist es nicht schon total dunkel und spät? Ich glaube, heute kann ich bei niemandem mehr ankommen. Ja, zu Bett gehen, denke ich nämlich auch. Das denke ich nämlich auch. Es ist spät, ich soll mir etwas Ruhe gönnen.
jetzt vergeht direkt wieder so viel Zeit. Jetzt warten wir wahrscheinlich auf den Brief, ne? Fräulein Druckerin, noch einige Briefe für euch. Here we go. Bis bald. Danke, mein Herr. Gute Reise. Der erste Brief stammt von Pfarrer Mathieu. Oh, er ist mit dem anderen da zusammen. Guck mal, wie süß. Sie sind noch zusammen. Fräulein Druckerin, ich kannte eure Familie während meiner Jahre in Kirson nicht. Dennoch erinnere ich mich, dass euer Vater zu den Stadtbewohnern gehörte, die die Bauern daran hinderten, uns bei lebendigem Leib zu verbrennen. Ich bin nicht allzu sehr geneigt, den Menschen von Tassing bei ihren Bemühungen zu helfen, die Ursprünge der Abtei zu ergründen, die sie zerstört haben. Andererseits ist das lange her. Im Interesse der Nachwelt und der christlichen Nächstenliebe werde ich euch sagen, woran ich mich erinnere. Einige Zeit nach dem Abzug der Römer ließen sich Christen in der Region nieder und errichteten auf den Ruinen einer Festung die Abtei Kirsau. Die Abtei wurde von einer Adligen der Familie Kirsau gegründet. Sie war sowohl Gönnerin als auch erste Abtissin. Vor etwa 2 Jahrhunderten wechselte die Führung von Kirsau zu einem Abt. Ich kenne den Grund dafür nicht, aber ungefähr zu dieser Zeit machten das viele Doppelklöster. Es könnte aus Angst vor der Schließung geschehen sein, da der Papst die Doppelklöster missbilligte. Leider ist mein Wissen damit erschöpft. Eure Nachbarn haben alle übrigen Aufzeichnungen über die Abtei verbrannt. So verbrannte die Geschichte von Kirsau. Wir können die Vergangenheit zwar nicht ändern, aber ich habe gehört, dass Schwestern der Klarissen ein neues Kapitel in der Abtei gegründet haben. Ich kann nur hoffen, dass ihre Liebe zur apostolischen Armut sie nicht dazu gebracht hat, den Schrein des heiligen Moritz verkommen zu lassen. Falls sie den Besitz der vormaligen Bewohner von Kirsau nicht einem weiteren Feuer übergeben haben, findet ihr dort vielleicht etwas. Es ist schwer, sich über eure Nachricht von der späten Reue eurer Nachbarn zu freuen. Viele der vor 18 Jahren geschlagenen Wunden werden niemals verheilen. Bedauern kann das Geschehene nicht rückgängig machen, aber wir alle können Erlösung durch Christus finden. Wir müssen in den kommenden Tagen um Liebe und Versöhnung beten. Am Ende ist das alles, was zählt. Der Winter kommt rasch. Hugenotten und Lutheraner suchen meine Heimat heim. Denkt dem Herrn, dass ihr noch in einem Land lebt, das von der einzig wahren Kirche regiert wird. Ich hoffe, ich konnte euch und den Euren helfen. Möge Gott euch beschützen. Der meistverehrte Mathieu Faust-Saint-Signy, er ist Diakon von Sitten. Okay. Ah, eine Antwort von Esther. Oh, Magdalena, das mit deinem Vater tut mir schrecklich leid. Meine Eltern schicken dir ihr tiefstes Beileid. Wenn du etwas aus Prag brauchst, musst du es nur sagen. Ich weiß, wir sind zu weit entfernt für eine angenehme Reise, aber wir werden tun, was Hashim erlaubt. Vater sagt, dass er sich an niemanden erinnert, der deinen Vater schaden wollte. Wait, Esther ist die von den Juden, oder? Die damals auf der Durchreise hier waren. Kann das sein, die das Kind bekommen hat? Ist das die Esther? Aber er weiß, dass es in der Nacht meiner Geburt großen Unfrieden in der Stadt gab. Vielleicht will das alte Blut nicht, dass die Nacht der Revolte dargestellt wird? Eine andere Idee hatte er auch nicht. Wir beten jeden Tag für dich und deinen Vater und bringen Opfergaben dar. Hashem wird mit der Zeit alles richten, wird den Täter der Gerechtigkeit zuführen. Ich finde es ermutigend, dass der Stadtrat dich überhaupt das Wandbild fortsetzen lässt. Die Gilde hier würden dein Recht schützen, einen Auftrag abzuschließen, vor allem wenn ein Vertrag vorliegt. Du kommst den Männern des Rates zu sehr entgegen. Warum solltest du dich zwingen lassen, diesen alten Denkweisen Folgen zu leisten? Wir leben in einem neuen Zeitalter. Ein Zeitalter, in dem Kunst und Wissenschaft zusammengefunden haben. Ein Zeitalter, in dem all die Werke der großen Weisen in ihre eigenen Sprachen lesen können. Wenn dein Vater sich erholt hat, musst du mich unbedingt in Prag besuchen. Aber ich bin froh, dass du etwas Freude an der Arbeit an dem Wandbild gefunden hast. Uns geht es gut hier. Elisha hat neue Holzschnitte angefertigt und Vater hat einen neuen Vertrag mit der Universität zugestimmt. Ich habe Simon gefunden. Seine Familie ist gar nicht so weit weggezogen.
Er will als Arzt in der Stadt arbeiten, wenn die Ausweisungsverfügung abgelaufen ist. Seine Eltern haben sich jetzt ziemlich oft mit Mutter und Vater getroffen. Daher hoffe ich, dass ich in meinem nächsten Brief gute Nachrichten verkünden kann, mit Hashems Hilfe. Bitte informiere uns in deinem nächsten Brief über den Zustand deines Vaters. Mach's gut, Esther. Das sind alle Briefe für den Moment. Ich sollte nach Hause gehen und nach Papa sehen. Werner sollte heute nach Papa sehen. Ich frage mich, wo er ist. Als Till Eulenspiegel vorgab, Arzt zu sein, erschien er zumindest und seine Patienten fühlten sich besser. Was ist Werners Ausrede? Vielleicht sollte ich später nach ihm suchen. Oh, guten Morgen, Magdalena. Guten Morgen, Papa. Fühlst du dich besser? Dein Fieber ist heute Morgen zurückgegangen. Bin ein wenig stärker. Alles der Reihe nach. Möchtest du etwas essen, bevor ich gehe? Ich arbeite heute am nächsten Abschnitt des Wandbilds. Ich habe im Moment kaum Hunger. Ich komme zurecht. Ach ja, dein Brief vom Erzdiakon, richtig. Was hast du daraus erfahren? Er hatte nicht viel zu sagen. Er ist immer noch verärgert wegen der Zerstörung der Abtei. Er sagt, dass die Abtei von einer Adligen gegründet wurde, nachdem die Römer abgezogen waren. Alles andere ist im Feuer verbrannt. Wie bedauerlich. Ich weiß, dass die Brüder sorgfältige Aufzeichnungen über das Kloster geführt haben und alles verloren in einer einzigen Nacht. Der Erzdiakon vermutet, dass die Klarissen noch einige der Aufzeichnungen aus dem Kloster besitzen. Dort müsste ich mehr über die christliche Geschichte von Tassing erfahren können. Ein ausgezeichneter Ort für den Anfang, Magdalena. Schwester Gertrude verlässt das Kloster nicht oft, aber es lohnt sich bestimmt, sie zu fragen. Vielleicht weiß Vater Thomas auch etwas. Ich sollte mit ihm reden. Wenn ich mich recht erinnere, hat die Frau des Müllers eine lange Familiengeschichte in Tassing. Sie weiß vielleicht etwas über die hiesige Geschichte, das die anderen vergessen haben. Else? Ich dachte, sie wäre erst nach ihrer Heirat hergezogen. Sie hat keine Verwandten in der Stadt. Nicht mehr. Alter, Krankheit und Heirat haben ihr den Rest der Familie genommen. Aber früher haben überall in diesem Tal sie was Savicels gelebt. Oh Gott. Geh und sprich mit ihr, ja? Das mache ich. Danke, Papa. Vielleicht ist es auch noch etwas in den Ruinen der Abtei zu finden. Ich sollte mir die Überreste ansehen. Ja, da habe ich so Bock drauf. Magdalena, sei vorsichtig. Diese Ruinen sind gefährlich. So gefährlich können sie nicht sein. Sie stehen da seit fast 20 Jahren. Ich mag diesen Ort nicht. Er wird eines Tages komplett in sich zusammenfallen. Ich werde dich nicht aufhalten, aber pass auf dich auf und trag auch einen Schal. Es wird kalt draußen. Ich spüre es in meinen Knochen. Mach dir keine Sorgen, Papa. Wir sehen uns morgen Abend, ja? In Ordnung. Viel Glück. Haben wir hier irgendwo einen Schal? Hier oben schon mal nicht. Ach ja. Ich werde später aufräumen. Das Wandbild ist wichtiger. Das ist kein Schal. Die Clara ist da. Wie lieb. Magdalena, meine Liebe. Hallo Clara. Nochmals vielen Dank, dass ihr mir mit dem Haus hilft. Ich kann euch gar nicht sagen, wie viel mehr Zeit mir das für das Wandbild gibt. Oh, das macht keine Umstände. Ihr habt ja jetzt schon alle Hände voll zu tun. Ich weiß, dass Papa die Gesellschaft wirklich genießt, während ich arbeite. Ach ja, er schläft meistens, ist aber immer gut gelaunt, wenn ich ihn besuche. Ihr beide haltet euer Haus sauber. Bis auf die Werkstatt, aber das kann ich euch nicht verübeln. Die habe ich euch überlassen. Ich will eure Vorräte nicht beschädigen. Vielen Dank, Clara, wirklich. Ihr seid ein Segen für uns beide. Oh, ihr seid wirklich zu lieb, Magdalena. Gott segne euch. Naja, viel zu tun. Ich will nur mal kurz gucken, wer hier so rumhängt. Ach, der Ötz mal wieder. Artemis, geh weg, Magdalena. Die ist sehr nachtragend. Okay. Was will das sich gerade immer mit uns? Oh. Werner?
Hey, ihr werdet erfrieren, wenn ihr hier draußen bleibt. Ich habe nicht die Kraft, ihn nach Hause zu tragen. Ich muss jemanden fragen. Vielleicht Balthas. Sie sind einander immerzu noch freundschaftlich zugetan. Ignacio könnte helfen. Oder York. Er ist stark. Er schafft das. Igitt, was für eine Sauerei. Ach, der liegt in seiner eigenen Kotze, oder was? Verzieh dich, Magdalena. Aber ist ihm das... Bei Balthas wäre es ihm doch peinlicher, als wenn es York macht, oder? Ich habe kurz überlegt, so. Aber ich glaube, wir lassen es lieber York machen. Weil das ist ja so der Einzige, wo er denkt, der ist noch auf seinem Niveau. Und mit dem man noch reden kann. Und wenn er, wenn der ihn irgendwie nicht mehr ernst nimmt, wisst ihr? Hallo Magdalene, kann ich euch irgendwie helfen? Ich habe Dr. Stolz betrunken und ohnmächtig bei der Bäckerei gefunden. Er schläft in einem Graben. Schon wieder? Um Christi Willen. Wenn sowas gelegentlich passiert, ist das in Ordnung. Aber der Mann ist einfach nicht trinkfest. Um ehrlich zu sein, auch gelegentlich finde ich bereits unangemessen. Och, ein Mann muss sich hin und wieder entspannen, die Bürde der Verantwortung ablegen. Wie auch immer, ich bringe ihn nach Hause. Kein Grund zur Sorge, Magdalena. Simon? Wer ist denn Simon? Hey, Magdalena. Wie geht es eurem Vater? Gibt es Anzeichen einer Genesung? Immer noch bettlägerig. Hin und wieder wird es besser, gefolgt von erneuter Übelkeit und Schwäche. Hans lässt euch grüßen. Das Haus Bauer betet für eine rasche Genesung. Vielen Dank. Und dankt auch Hans und Jutta. Das mache ich. Klaus war schon immer ein Grundpfeiler von Tassing. Ich will nicht, dass er stirbt. Das wäre... Tut mir leid. Schon gut, ich habe auch Angst davor. Und am besten ignoriert man die eigenen Ängste nicht. Vermisst ihr euren Vater? Euren echten, meine ich. Ob ich ihn vermisse? Irgendwie schon. Ich erinnere mich kaum noch an Josef. Er ist so eine Art Dunst geworden. Ein schwaches Echo. Eine Regung. Ein gelegentliches Gefühl. Ich war sehr jung, als er getötet wurde. Mama sagte, ich hätte lange Zeit Schwierigkeiten gehabt, überhaupt zu verstehen, was passiert war. Ich verstehe. Meine Mutter, sie ist wie ein leeres Loch in meinem Leben. Ich habe nichts von ihr. Ach ja, ihr habt sie nie gesehen, richtig? Nicht einmal eine Erinnerung. Nehmt an, ihr hättet euch selbst zum Vergleich. Gott hat euch nach ihr geformt. Ich kann mir vorstellen, wie sie war. Stur und aufmüpfig, oder? Ich bin nicht stur und aufmüpfig. Ihr müsst mir nicht glauben, wenn ihr nicht wollt. Wie auch immer, der Winter rückt näher und ich muss noch zahlreiche Vorbereitungen treffen. Ich hoffe wirklich, dass Klaus sich beide holt. Möge Gott sich um euch beide kümmern. Bis später, Simon. Habe ich gerade Gott gesagt?